das bin ich! Ganz schön lustig, hä? Ray, Ray, sieh mal! Guck mal, guck mal, guck mal! Ach, nicht jetzt, Slimer. Ich muss etwas Tuba üben. Oh, tut mir leid, Ray. Tuba, puh. Siehst du nicht, dass ich etwas tue, das ich hasse? Du kannst mich ja nachher stören, in Ordnung? Oh, tut mir leid, Peter. Janine, guck mal. Ach, nachher, Slimer. Ich muss das hier noch alles fertig machen, damit ich morgen frei habe. Oh. Winston, guck mal. Autsch. Willst du mal etwas Lustiges sehen? Hey? Das ist nicht lustig, Slimer. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Aber Winston! Nun los, verzieh dich, mach! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eden! Zwei, wer hat doch viel Sinn für eins. Humor? Hallo, Eden! Slimer, fass das ja nicht an! Ah! Oh! 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 Ige, ist alles in Ordnung? Ich vermute ja. Was ist denn passiert? Ach, Ray. Ich habe ein paar leicht verdampfbare ektoplasmische Proben getestet, als Slimer reinplatzte und mich ablenkte. Wo ist denn Slimer? Also gut, jetzt reicht es mir, Slimer! Das hier ist die letzte Warnung. Noch so eine Unterbrechung und es wird dir verdammt leid tun, mein Freundchen. Aber Peter! Verstanden? Ja, verstanden! Also gut, Slimer, das ist eine letzte Warnung. Verstanden? Geisterjäger? Ja? Wir sind unterwegs. Macht euch bereit, Jungs, einen Auftrag. Hey, Slimer, nun mach schon, wir gehen! Beeil dich, Slimer! Willst du nicht mitkommen? Wenn du nicht gleich runterkommst, dann fahren wir ohne dich ab. Gut! Was soll's, fahren wir! Oh. Na schön, Kumpel. Komm raus und nimm's mit uns auf, wenn du dich traust. Na, was ist denn los mit dir, du böser Geist? Hast du Angst? Genau das hatte ich mir schon gedacht. Zu feige, um es mit den Geisterjägern aufzunehmen. Entdeckung! Ja, warte, aus dir mache ich Sardellenpaste. Ich möchte nur wissen, warum der so sauer ist. Vielleicht gefällt ihm die Einrichtung hier drin nicht. Er wird sie auch nicht mehr länger ertragen müssen. Na, dann wollen wir doch mal ein paar Sushi-Häppchen aus der Krake machen. Jetzt kannst du was erleben! Das ist dein Ende! Habt ihr das gehört? Dieses Vieh hat uns doch glatt ausgelacht.
Jungs! Jungs, seid ihr das? Jungs! Huhu! Na los, kommt und zeigt euch! Sehr seltsam. Das finde ich gar nicht so lustig. Hä? Na los, hebt endlich ab, nun macht schon, er wird's bald. Also gut, Leute, es wäre geschafft. Der Geist ist weg. Aber er ist noch nicht vergessen. Es handelt sich bei diesem Feind um einen Geist der sechsten Sorte. Motiv unbekannt, noch nicht eingefangen. Ende des Berichts. Nein, da wäre noch ein kleiner Zusatz. Ich hasse alle Geister! Hallo? Wer ist denn da? Noch so eine Unterbrechung und es wird dir verdammt leid tun, Slimer. Hallo! Und dann lassen die Jungs mich hier so ganz allein. Nein. Na, es wurde auch Zeit. Endlich habe ich dich. Das ist ja Dweeb. Jetzt gehörst du mir, du kleines, widerwärtiges Schleimpaket. Nur mir allein, ja. Dweeb. Ja. Halt doch mal still, du hyperaktives Tofu-Stückchen! Ah, jetzt hab ich dich! Niemand entkommt meinem Twisto-Strahler! Oh, oh, ja! Ja, 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 ja. Schreck doch keine Leute oder Geister! Ich möchte euch nur mitteilen, dass mich etwas sehr beunruhigt. So, was denn, Igen? Ich kann in Tobins Geisterführer nichts über diesen Krakengeist finden. Na und, das macht doch nichts. Das ist doch völlig egal. Mir ist das alles egal. Hauptsache, ich bin der Erste, der zu Hause in der heißen Badewanne liegen kann. Geisterjäger? Ja? Ja? Tut mir leid, Peter. Dein Bart muss noch etwas warten. Wieso denn? Ich bin mir nicht sicher, aber es hört sich an, als wäre die Krake wieder unterwegs. Ich hab das nur Also gut, wir wissen, dass sich die Krake nicht leicht einfangen lässt. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir den Überraschungseffekt einsetzen. Oh! Also für mich war dieser Überraschungseffekt ein voller Ankommer. Hast du noch so einen Vorschlag, Igen? Ja. Angriff! Ja! Also gut, du Ekelkrake, wir wissen, dass du hier drin bist. Aha! Vorsicht! Oh! Das ist aber nicht sehr nett von dir. Entdeckung! Oh, was ist das denn hier? Nicht schlecht, Herr Junge. Jeder Schuss ein Treffer. Na, was sagst du dazu, Bowling-Ass? Der ist aber reich an Armen. Peter, hör auf zu schießen. Wenn wir die Strahler treffen, jagen wir das ganze Gebäude in die Luft. Oh. Ach, du liebe Güte. Pass gut auf, Elizabeth. Der Triumph der Technik über Schokoladenpudding. Mir nach, du degenerierte Promenadenmischung. Ja.
Überraschung! Du kannst versuchen, wegzurennen, aber mir entkommst du nicht! Bleib stehen, du ekelhafte Schleimmasse! Los geht's! Zielen und Feuer! Und wen hätten wir? Siehst du, Elizabeth? Endlich haben wir unser grünes Versuchskaninchen eingefangen. Tja, das ist eine ganz schöne Überraschung, nicht wahr? Manchmal überrascht meine Genialität sogar mich selbst. Aber das war noch lange nicht alles. Jetzt werde ich dir erst einmal meinen nächsten Geniestreich zeigen. Und zwar meinen strahlengeschützten Geisterkoffer. Sei still, Elizabeth! Es ist ja gleich vorbei! Ja, was ist denn? Sollte das Rollschuhlaufen erst mal lernen. Was soll's? Jetzt gibt's eine Party! Egan, du bist der Schlauste in dieser Runde. Wie lautet dein Plan? Null Punkte. Unsere einzige Chance besteht darin, einen der gestohlenen Strahler abzuschießen. Bist du wahnsinnig? Ich höre mir gern andere Vorschläge an. Wir können wegrennen. Das finde ich gut. Dann wird er uns abknallen. Also gut, wir befolgen Egans Plan und dann Rays Plan. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei! Haben wir ihn erwischt, Egan? Ja. Sehr gut. Gut gemacht, Jungs. Fehlanzeige, Freunde. Was ist das denn für ein Kerl? Los, schießen! Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hat er uns schon wieder angeschleimt. So langsam habe ich das Gefühl, dass er Spaß daran hat, uns zu ärgern. Ja, es ist, als wäre er auf einem Rachefeldzug gegen uns. Egal, ich will mich jetzt endlich in die Badewanne legen. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, aber wir haben nur einen Ersatzreifen. Ich bin sicher, dass es sich dabei wieder um den Krakengeist handelt. Aber wie denn? Er ist doch hier nirgendwo zu sehen. Ja, und wieso? Ehrlich gesagt, da bin ich auch baff. Nun warte, mein liebes Babylein. Jetzt kannst du was erleben. Ich bin bereit. Ach, das nutzt auch nichts, Egan. Ich habe jetzt alle Geisterführer durchgeblättert und noch immer nichts über unseren Krakengeist gefunden. Hast du was gefunden? Nur eine Vermutung. Aber das Ganze könnte etwas mit dem Experiment zu tun haben, das ich heute durchgeführt habe. Jetzt bin ich gerade dabei, die Verhaltenseigenschaften des Geistes mit denen der Geister zu vergleichen, die wir schon einmal eingefangen haben. Hervorragend! Ja, und er hat mit jedem Geist im Verbannungscontainer etwas gemein. Genau das habe ich befürchtet. Bei der Erscheinung handelt es sich um die Wut aller Geister, die wir je eingefangen haben. Er besteht aus dem Zorn und Hass aller anderen Geister. Oh Mann! Und jetzt will dieses Monster sich an uns rächen. Oh nein, Winston. Dieser Geist will uns zerstören. Und wo ist er jetzt hingeflogen? Er bereitet sich wahrscheinlich auf unser Ende vor. Unser Ende? Ja. Aber zuerst wird er das Feuerwehrhauptquartier zerstören und alles, was dort drin ist. Ach du meine Güte! Slimer ist ganz allein zu Hause. Ich werde ihn warnen. Besetzt? Das ist ein guter Witz. Hey, das war nett. Ich danke dir, dass du unseren Witzservice angerufen hast. Willst du noch einen Witz hören, dann drück die 1 und wir berechnen einen weiteren Dollar auf der nächsten Telefonrechnung. Oh ja!
abkratzt, wenn man ihm Wasser gibt. Das ist die Pflanze. Das ist die Pflanze. Das kostet nur einen Dollar mehr. Na, ich kann nicht mehr aufhören. Schluss, ich kann keine Witze mehr hören. Was war denn das? Oh, das ist dieser böse Dweeb schon wieder. Aber dieses Mal werde ich mir eine Lektion erteilen. Hör mal, Winston, du fährst hier keine Rallye, verstanden? Ich mach doch gar nichts. Ecto macht das von ganz allein. Hör mal, Winston, das macht dich jetzt richtig fuchsig. Ich muss doch sehr bippen. Ich kann nichts dafür, ich hab die Kontrolle verloren. Dahinter steckt doch sicher wieder dieser Geist. Wo ist denn nun dieser bescheuerte Dweeb? Komm raus und zeig dich endlich! Jetzt hab ich dich! Dweeb, du solltest dir die Zähne besser putzen. Außerdem finde ich dein Kostüm bescheuert. Ich würde sagen, keine besonders gute Idee. Ach, die Nase ist viel zu groß und die Wangen sind viel zu blass. So ist es schon besser. Hey, gar nicht so schlecht, Weep. Hey, du bist ja gar nicht Weep. Wie kann uns dieser Krakengeist denn sowas antun, wenn er noch nicht einmal hier ist? Ja, ein wirklich ungewöhnliches Phänomen, das gebe ich zu. Phänomen? Egan, das hier ist ein Albtraum. Da gibt es nichts zu lachen, Ray. Ich war das doch gar nicht. Ach du meine Güte, jetzt lachen mich schon meine Klamotten aus. So hat der Geist also Kontrolle über uns. Alle schleimbedeckten Sachen über Bord. Ich hoffe nur, dass das auch funktioniert, Egan. Beim dritten Mal läuft immer alles besser, Elizabeth. Und vergiss nicht, wenn ich das kleine Schleimpaket mit meinem magnetischen Flexostrahler immobilisiere, dann bringst du die Falle, verstanden? Wir brauchen Ecto 2, aber nur zwei von uns haben darin Platz. Slimer geht nicht ans Telefon. Also los. Ah, da ist er ja. Seltsam, er scheint einen Hüfthalter zu tragen. Er ist noch wahnsinniger, als ich dachte. Halt die Falle bereit, Elizabeth. Jetzt geht's los. Ach, du karierte Haselnuss! Das ist die Zentrale. Immer geradeaus. Noch scheint alles intakt zu sein. Jungs, großer Geist. Schon gut, Kleiner. Deswegen sind wir ja hier. Aber wir sind nur zu zweit, also brauchen wir deine Hilfe. Meine Hilfe? Können wir damit rechnen? Ja, Roger, wird gemacht. Alles klar. Okidoki. Aha, alles primstens. Huh?
Also gut, Slimer. Du weißt, was zu tun ist. Hey, du! Schleimpaket! Ja, das macht ihr gut, Jungs! Ich kann ihn nicht halten! Meine Herren! Mann, bin ich froh, dass das vorbei ist. Schade nur, dass Ray und Egan alles verpasst haben. Ich hoffe nur, die zwei sind bald hier. Schließlich brauchen wir sie, damit sie uns beim Aufräumen helfen. Taxi!